Grüß euch. So, heute reden wir mal über die zwei beliebtesten Kettensägen derzeit am Markt. Wir wollen gehen. So, einmal über die 550 Mark II und dann einmal über die 500er von Stihl. Bitte, liebe Stilzerseher, bevor ihr euch wieder ins Hemd macht, schaltet es einfach vorab. Naja, da sind noch nicht Bussis dabei, das sage ich da. Kritik vertragen da einige überhaupt nicht, also nicht einmal gut gemeint die Kritik. Ja, zuerst einmal die 500er, die 550 Mark II, die vertritt jetzt quasi so die 50 Kubik-Klasse, ist quasi so die unterste Stufe im Profisegment. Also im Profisegment haben die meisten die schwächste so quasi eine 50 Kubik-Säge, gibt es als 38er mit einer 38er Schiene und einer 45er Schiene. Du hast jetzt die 45er Schiene drauf, 325, 1,5 Nordbreiten mit der X-Cut Halbmeißel 6, die ist jetzt gerade ein bisschen beleidigt, wenn wir nach Hause fallen. Ja. Ihr wisst, im Winter arbeite ich viel mit der Salpo mit dem Thomas und der hat auch eine 550 Mark II und man kann damit auch durchaus stärkeres Holz fällen, nur auf Dauer ist das halt nichts für Dauerfeuer. Ich habe den Deckel noch gar nicht offen gehabt. Ja, jetzt zwei, drei Tage, habe ich jetzt geschnitten, Luftfilter ist noch recht sauber. Ja, so schaut das aus. Verreiber wird man da wahrscheinlich jetzt zwischen so schnell Korn mehr kriegen. Es sind da oben auch noch eine Rüllen drauf. Das einzige Problem oder das Problem, das derzeit Husqvarna bei den Sägen hat, bei den kleineren, ist, dass sie mit dem Produzieren bzw. mit dem Liefern von gewissen Teilen nicht nachkommen. Jetzt ist Lagerschaden ist derzeit eine gängige Geschichte bei den Sägen. Ja, hört man halt so. Aber es hilft nichts. Die eine hat auch einen Lagerschaden gehabt, aber nicht jetzt, weil das Lager nicht mehr gut war, sondern einfach nach 3 oder 4 Jahren darf sie das haben. Darf das haben. Ja, ist derzeit sicher die bessere Alternative wie die Stihl 261 in dem Segment. Ja, oder bessere Alternative. Ich weiß nicht, die anderen von der Langlebigkeit sind sie ein bisschen besser, was man so hört. Nur die ist halt einfach viel agiler, viel ringer, viel durchzugstärker. Das ist einfach so, die ist schon. Die ist eigentlich das, was früher einmal so quasi von der Leistung her die 262, die 262 angebracht hat. Ja, ist so. Ist ein super Sog, funktioniert einwandfrei derzeit. Ist ohne XPG, weil der Vater will quasi keine Griffheizung. Er mag das einfach nicht, er braucht sie nicht. Sagen wir so, er braucht sie nicht. Deswegen. Und haben wir die jetzt ohne Griff. Heizung gekauft. Mir ist mit Griffheizung lieber, weil einfach der Sägengriff, der Haltegriff, ein bisschen stärker ist, die Hände wie Klode klauen. Deswegen, das ist der Grund dafür. Ja, 1,5er Schienen haben wir letztens eh schon besprochen. Die X-Cut gibt es jetzt einen 1,5. Ist deutlich langlebiger, etwas schwerer, hat dadurch ein bisschen weniger Durchzugsleistung beim Trennschnitt, aber das ist ja wurscht, das ist ja nicht nur der Trennschnitt. Man tut die Osten, man hat ein paar Klemmer ab und zu und da ist es dann wichtig, dass man da so eine Säge hat, die, oder eine Schneidgarnitur, die auch relativ lang hält. 1,3er Schienen verschleißen auch ein bisschen schneller. Ist bei den 1,5er Schienen, die halten da deutlich länger und deutlich besser. Ist so, ist so. Ja, was wir jetzt schon gehabt haben, eben durch die Klemmer da vorne, einmal die Feder ist uns abgerissen beim Thomas. Er hat, glaube ich, Lagerschaden hat er, glaube ich, auch schon gehabt oder irgend sowas, ich weiß es nicht, das war aber noch auf Garantie seitdem. Aber wie ihr wisst, er stockt damit eigentlich auch viel, seine Hauptsäge. Also, ja. Mir persönlich zum Stocken ist ein 562 bzw. ein 500er bzw. 572 oder 592, je nach Holz, viel lieber als so eine. Deswegen, ich schneide mit sowas auch nicht viel. Ein bisschen halt jetzt zum Probieren, aber mehr halt nicht. Ich glaube, ich kann mal die, falls es Fragen gibt, einfach in die Kommentare runterstellen. Ja. Gehen wir zur nächsten. Zu der nächsten
Und ein bisschen mehr was dann dazu. Weil die habe ich jetzt schon länger im Einsatz. Die habe ich eigentlich zum ersten gekriegt, wollte eigentlich nicht kaufen, habe ich jetzt aber gekauft auch. Und weil sie einfach gut geht, sie geht wirklich extrem gut. Sie hat 80 Kubik und hat gleich viel Gewicht wie die 562. Die ist gleich schwer wie die 562, beziehungsweise ist sie wahrscheinlich mit einer 45er Schiene sogar leichter wie die 562. Ich vermute. Gewogen habe ich es jetzt noch nicht mit einer 45er Schiene. Hab auch keine zu der Auswahl. Falls irgendwer, schreibt es mir mal runter. Ich habe nicht, warte, das probieren wir jetzt gleich. Ob da überhaupt eine Husqvarna-Schiene, die wird gar nicht aufgebeißen. Gell? Ich habe das noch nie probiert. Das darf mich interessieren, weil die ganzen Stiele haben alle 1,6. Ich hätte aber gerne 1,5, damit ich die X-Cut aufkriege. Ich habe jetzt drei Ketten, seit ich sie habe, drei Ketten abgerissen. Das müsste nicht sein. Also die Stielketten, von denen alle so geschwärmt haben wir mal früher, jetzt ist es ja bei weitem nicht mehr so, da sind die X-Cut, denke ich, besser. So, schauen wir mal. Aber es gibt wieder einige Leute, die noch wieder schimpfen und sagen, was ist das Blödsinn? Dazu ist die Waffe. 573 ist derzeit auf Urlaub in der Steiermark. So. Ja, passt nicht. Passt nicht. Die ist breiter. Da schaut die auch aus. Da hat nicht Leute schimpfen. Ja, ausfallen, höchstens ausfräsen oder was, keine Ahnung. Von der Schmiernut muss jetzt wieder passen. Ja, vielleicht. Echt, wie lustig bin ich, ist es aus. Schauen wir mal. Oder gibt es, muss ich schauen, ob vielleicht gibt es die Oregon-Schienen oder andere Schienen, die mit 1,5 für die Stielaufnahme gebaut sind. Schauen wir mal. Ja, die Sorge geht extrem gut. Nein, sie hat ein paar Mankos und die werden wir jetzt auch ansprechen. Und die Leute, die das nicht aushalten, die sollen einfach jetzt schon abschalten. Ist mir lieber. So. Also die Säge, gell, das ist so, das ist ein 80 Kubik Sock, also das heißt, das ist schon ein Starkholzsock. Ablängern, stocken und die ist sehr agil, sie eignet sich auch noch sehr gut fürs Rosten. Ich habe sie auch in Schwerheitbeständen jetzt probiert. Sie funktioniert wirklich beim Rosten auch, was mich wirklich wundert. Weil wenn man 80 Kubik hat, hat man einfach, da kohlt man sie immer rund. Und deswegen wird irgendwann systembedingt die Säge einfach breiter. Das ist bei der 592, die wir da hinten stehen haben, ist das auch so, die ist. Und deswegen zum Rosten nicht mehr so geeignet als die. Reflexe halt da und ist auch wurscht. So ist das, ja. Saufen tut sie wie Luft, das muss man sagen. Ich habe sie nicht ausgelittert, aber es wird ja sicher Experten geben. Ihr könnt es drunter schreiben, bitte schreibt es mir drunter, wie viel Liter da reingehen, oder 0, Liter gell? Öl und Benzin. Vielleicht weiß das irgendwer, könnt man das bitte unbedingt drunter schreiben. Saufen tut sie extrem. Kann das sein, 0,75 Liter kann das sein. Weil wir haben nämlich auf dem Tank aufgeguckt, am Baum aufgeguckt. Dann haben wir eine Getränkeflasche mit einem Liter mit runtergenommen. Da ist ca. 3,4 Liter reingegangen und die 5,50er ist dann fast leer ausgegangen. Also die haben wir nicht mehr voll getankt. Weil da war nur zum fertig machen, deswegen. Ja. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an bei der Sog? Fangen wir, ist ja wurscht, fangen wir einfach irgendwo an. Luftfilter, ja, Luftfilter, das ist der Stielfilter. Ja, der Wall ist ja noch relativ sauber, nur ich weiß das. Und deswegen hat jetzt, ganz sicher deswegen hat jetzt Stieler ein Luftkilter-Service-Paket herausgebracht, wo so ein Service-Kit hat, wo eine Zündkerzen drin ist, ein Luftfilter und was noch, der Kraftstofffilterle.
Kraftstofffilter und Zündkerzen, die braucht es nicht auftauschen. Aber die Filter bei den Stielen, die muss man auftauschen, weil die werden einfach mit der Zeit zu. Die, das ist eine Katastrophe, aber ist halt so. Ist ja so eine Art Feinfilter, da hat Husqvarna, die halt noch we wesentlich länger, wesentlich länger. Verrecken tut der Luftfilter bei der Sog auch extrem wird. Das saugt so richtig, weil sie halt einfach so Power hat und so hochdrückt und so flott läuft. Die saugt. So, dann können wir da. So, das ist halt ein voller Dreck, das. Das hat Stiel und Nieren Wert gelegt, aber das ist halt so. Auf den Gehäsedeckel da. Ah, das voll mit dem Oberstoßen, mit jetzt Blätter. Ja, das kannst du ganz genau vergessen, dass du da jetzt einen auftragen, das ist ein Scheiß. Das ist einfach so. Weil oben zu war es trotzdem recht. Die Kühlerrippen sind selber oben zu. Weil es legt sich da vor allem bei den Fichten, bei Buchen und so Zeug, bei Labholz legt sich, oder Eschen legt sich da drin eh fast nichts an. Da ist ein paar Stab dann ausblasen, passt fertig. Fichten, Lärchen und so Zeug, Kiefern. Da sammelt sich so viel Harz an da drin und die vom Weichholz, die langen Späne, die bleiben da drin hängen und dann, das könnt ihr ganz normal runterreiben. Dann müsst ihr ab und zu ausblasen. Ich muss halt mal irgendwo nochmal so eine Halterung beißen. So viel. Ah, ist das besser? Ja, das ist gar nicht. Wie hilft er? So, ja, der verreckt. Da muss man ab und zu drauf dran. Obwohl da der Zylinder bei der Sog gar nicht so wird verrecken. Jetzt sagst du da hinten, ist noch über der Stab drauf. Ja, ist halt so. Ist ein Gebrauchsgegenstand, da nicht so nochmal stehen. Das kann man sehr am Stück mit dem Zeug ist dann arbeiten, da nicht so, weiß ich nicht was. Ja, jetzt sprechen wir mal einfach, schauen wir uns den Sogplan an. Kettenraddeckel ist glaube ich der gleiche wie bei der 261 und bei der 400, da bin ich mir jetzt zwar nicht sicher, weil ich die Modelle nicht habe. Ja, einfach zu öffnen, Kettensporner funktioniert auch, gibt es nichts zu schimpfen, zu meckern. Ja, innenliegende Kupplung ist in der Kubikmaß eh schon normal, sagen wir so. Das ist mir was eingefallen, vielleicht. Vielleicht geht das, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von Motoren und so. Man könnte ja vielleicht einen ovalen Zylinder bauen, ja, vielleicht kann er das, dann kann man das sogar ein bisschen schlanker halten. Vielleicht einmal eher so rings, wird es vielleicht ein bisschen länger, man hat nichts, oder viel schlanker. Weiß nicht, vielleicht hört jetzt irgendein so ein Ingenieur zu und der sagt noch, ja, gar keine blöde Idee. Und wenn sie ist, dann kriege ich aber Geld dafür, das sage ich nicht. Jo, dann haben wir die Sog drüber, Auspuff, laut ist sie extrem, sie ist extrem laut, ist halt so. Die hat da echt Pfeffer und einen Arsch. Sie geht von der Leistung her, wenn man stockt, wenn man viel stockt, ist die 592 ist deutlich. Man merkt noch einen Sprung. Nur von Gewicht und Leistung her ist das halt ein absolutes Monster. Da kannst du sagen, was du willst. Ist so. Öffnungen. So. Dazu auf. Taugen mir persönlich einfach nicht so, weil der Schraubverschluss von den Husqvarna einfach, das funktioniert einfach besser. Was wir da noch haben beim Tanken, denn der Kraftstofffilter muss deswegen auch oft öfters getauscht werden, weil der nicht sauber abschließt, der Stutzel da. Das schließt nicht sauber ab, da kommt Überstapel und Dreck rein. Und wenn man da mit dem automatischen Füller reinfährt und das Zeug dann übergeht, wird quasi der Dreck, der da oben drin ist, bisschen Dreck sieht man jetzt hier, wird da mit eingespült und dann hast du den Dreck halt immer drin und du hast den Filter oben zu. Ich tue den Filter einfach oben zu aus, nochmal Bremsen rein aufblasen und einfach mit der Druckluft einmal durchverkehrt in die verkehrte Richtung. Funktioniert auch. So, Elastostart, ja. Wenn es gefreut, weiß ich nicht, ob es was bringt, aber ja, es ist lieb, es funktioniert und haut hin und ja, ist nett, dass es sowas gibt. Das muss man sagen, ein großer, klobiger Griff ist auch für mich taugt, vor allem oder Leiter mit Hansch, ist der jetzt einfach zu greifen und zu umlösen. Startverhalten kann man auch noch sagen, sie geht kalter, wirklich kalter beim zweiten Riss geht sie an. Sie geht beim zweiten Riss perfekt an, wenn sie einmal rup und dann läuft sie. Die läuft hundertprozentig.
Warm Start verhalten und ich habe ein paar Mal gehabt, dass ich nicht geschwind angesprungen ist. Dann muss er 3, 4, 5 Mal reisen und nach einem Primer Wand wirft er einen Ruck und dann funktioniert es. Anspringen tut sie, aber da habe ich bis jetzt bei keiner Sorge kein Problem gehabt, auch bei keiner Haus keiner. Weil das immer das quasi, das, die hat kein gutes Startverhalten. So, dann ich weiß nicht, was das soll, aber der Griff, das ist ein kompletter Tschatsch. Der Gas-Dings da, das ist Gewöhnung, so ich sagen sie. Aber ich muss mich nicht überall aufgewöhnen. Ne? Man kann ja einfach was Gescheites machen. Ich muss mich nicht gewöhnen auf so einen kleinen Trick. Man kann ja ein bisschen am Handlicheren, der ein bisschen größer ist, der noch feinfühliger zum Bedienen ist, weil das ist ja echt, weiß nicht, was das ist. Kindergarten, Geburtstag. Also, Handling hat Stil, weiß ich nicht, da wehren sie sich irgendwie davor, da ist was keiner ein bisschen. Die sind da einfach agiler unterwegs. Und der Griff, ich weiß nicht, vor allem wenn man ohne Hand schneidet, jetzt im Frühling und so, wenn er wieder wärmer wird, schneidet früher ohne Hand. Das weiß ich nicht, das stört irgendwie. Der Übergang ist so Taptik. Der Griff ist dick genug, das taugt man. Er könnte etwas runder sein auf der Ober, ein bisschen mehr Kurven machen. Da passt schon, dass er gerade ist, aber das reicht, wenn er erst ob da herunten gerade war und dafür der Gummiäppel mehr drüber gegangen hat. Aber naja, Gewicht sparen. Aber da war es anders so. Dann kennt man auch eher noch Gewicht sparen, weil da hält das eigentlich nicht so weit ein. Der ganze Griff, der Gummikehrer, ein bisschen auch weiter. Nachher gegangen es auch schon, ja. Kettenbremsen taugt man relativ, weil bei einer Husqvarna, beim Osten, bei der 562 zum Beispiel, die geht relativ leicht eine, die Kettenbremse, weil da bei einer Oststumperlein hängen bleibt, die braucht ein bisschen mehr Energie wie sagt man das, die Kettenbremse nicht geht, ja. 50er Schiene ist bei der Standard, 45er war oben zu auch nicht so schlecht, weil einfach ein bisschen durch die kürzere Bauweise noch einfach beim Osten und so denke ich mir vielleicht ein bisschen besser, aber man braucht die 50 nicht immer. So beim Ablängern und beim Stocken von größeren Bäumen ist das eine nette Geschichte. Vibration, man merkt, sie vibriert deutlich, deutlich. Also man spürt schon, vor allem, wenn man viel mit der Seiten schneidet, merkt man es einfach, dass ein bisschen mehr vibriert als andere Sägen. Ist so. Ja, dick, sie schaut eh geil aus, das kannst du wirklich sagen. Du hast ihnen schon was gelungen, Stil, ja. Das kann man ganz genauso sagen. Ich habe jetzt da extra nicht einen zweiten Ostkrallenanschlag, weil sie einfach schauen, vielleicht kriege ich noch eine 40er, eine 45er Schiene. Ich muss erst schauen, ich habe noch gar nicht geschaut. Und die 1,5er Kette, die X-Karte, nachher denke ich, mir soll es noch ein bisschen leichter sein, dann können wir sicher, weil ich glaube, die hat 6,9 Kilo und die eine hat 6,8 Kilo, die 562. 562 hat allerdings die Griffheizung und den zweiten Ostschlag Astkrallenanschlag. So. Ja, das ist es. 500er. Funktioniert. Haben wir jetzt schon ein bisschen gefahren. Ich sehe, das ist jetzt schon ein bisschen Patina. Ist super Fellsäge. Aber die 529, das ist jetzt ein richtiges Kraftwerk, das ist ein Atomkraftwerk, ein richtiges. Ja, ist er. Primer ist nicht so ein erreichender Start und Stoppknopf ist super zum Erwischen, das ist nicht blöd, das haben sie eigentlich gut gemacht. Bei der, die hat schon ein bisschen Widerstand, bei der 529, die da lose ich ohne Dekompressorventil ganz normal und geht ganz normal, aber ich glaube, weil es eben einiges schwerer ist. Und das oben, weil ich mit den Eierstart, das kannst du vergessen. Wenn er jeden Tag umknieren müsste, das weiß ich nicht, kannst du reiben. Na, so, funktioniert, haut hin. Arbeitswerkzeug, ist ein Werkzeug zum Arbeiten. Mehr auch nicht. Schauen wir mal. 400er hat der Nachbar, mit der habe ich schon mal geschnitten. Einmal einen Tag lang. Ja, funktioniert auch. Ist auch eine nette Säge. Er hat aber mit der 562 geschnitten, Set gleich, und der war von der 562 gar nicht abgelegt. Er hat es eh getaugt. Haben wir damals einmal probiert. Einmal. Ist quasi das Pendant in weiß-orange. Die 400er zu der 562. Ja, 550 habe ich eh schon gesagt, die gebe ich nicht her. Ja, die gebe ich nicht her. Ausfertig. Die wird gerichtet. Und. Haben mir wirklich einige geschrieben, wundert mich, es haben mir wirklich einige geschrieben, ob ich die 500er hergebe. Was glaubst du denn das überhaupt?
Das ist ja kein Museumsstückel. Warum sollte ich denn so ein Zeug überhaupt hergeben? Das ist auch mit dem mit der Arbeit. Da habe ich einen alten Schinken, einen Fetzen habe ich noch. Willst du keinen Fetzen kaufen, oder? Ich weiß schon, es ist ein Ausschlagding, aber du kannst das Gehäuse, halt den Griff, die Seitendecke und das Zeug noch benutzen und der Rest ist voll eingefahren. Das ist. Wird immer was getan damit. Ja, das ist keiner von irgendeinem Hobby sowas abgehauen. Aber nicht das. Ja. Ich muss ja mal schauen, wenn ich Zeit habe, morgen oder wann wir es noch aufgeführt zum Kollegen. Und der wird mir das dann wieder herrichten, sage ich. Tausend Lob sagen. Bisschen zu leitern und der Fuß, dann passt ja wohl. Passt ja wohl. Dann kommt wieder das 38er Schwert. Ach, wurscht, 45er Schwert zu loben, das ist scheißegal. Gut, jetzt auch funktioniert, dreimal. Jo. Eben. Dedo ist jetzt einmal. Wieder die Stiellücke da hat auffüllen müssen, weil da habe ich 181er drin gehabt. Die hat der Kali gekriegt. Ah, Scheißsack, das ist die Kleine. Ich weiß nicht, die haben wir irgendwann mal gewonnen. Und die ist nachher genau gar nicht lang gegangen. Die 572 ist derzeit auswärts. 254, 346, 550. Ah, 550 liegt da drin. 562 und 592, ja. 92 ist ein Monster, ist so. Jo, 500er. Ich nehme jetzt eigentlich nichts Neues dazu, weil die Sog gibt es jetzt schon 3 Jahre auf dem Markt oder was. Und ja, man hat halt alles Mögliche gehört dafür, davon. Und weiß ich nicht, die haben sie wohl ein, zwei Mal probiert. Also wirklich nur ein, zwei Schnitt, drei Schnitt vielleicht. Ja, vorher probiert. Ja, man hat schon gemerkt, dass sie wirklich Soft hat. Ist ein super Sog. Und jetzt schauen wir mal, wie sie sich halten wird nachher. Wenn wir noch ein bisschen mehr dran damit. Jetzt erst weiß ich nicht, was 100 Stunden drauf haben, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, eher nicht. Oder? Nein. Ach, wird sie gar nicht haben noch. Wird sie gar nicht haben. Oder wie? Gehört einmal ausgelesen. Aber eher weniger. Eher weniger. Jo. Dings. Die haben wir jetzt für die Ulben brauchen. Das Motorsägewerk. Motorsägensägewerk. Aber ich muss mir zuerst noch 1,10 m oder was, 1,20 m Schiene schauen. Weil die Ulm hat 90 und durch die Klemmen von und hinten verliere ein paar Zentimeter. Dann brauche ich 1,10 m, brauche ich mindestens. So ist das, jo. Schauen wir mal. Heuer möchte ich nochmal Garage dazu bauen, noch Werkstatt dazu bauen, da vorne raus. Schauen wir, ob wir heuer dazu kommen. Holz ist nicht das Problem. Und die Bodenplatten dürfen normaler kein Problem sein, ja. Sag ich mir nichts als angefallen. Letztes Mal die Rallye-Autos da waren, auf einmal ist er da gelegen, weiß ich nicht. Hat der Ding bei einem Haxe aufgeladen oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, regnet tut es jetzt öfters. Heute ist wieder mal warm, in der Früh hat es 5 Grad minus gehabt. Ist nichts. Ist so reifig, ist geschnieben und es geht dann anständig, ist jetzt schon alles weg. Jetzt kann es grün werden. Mistgefährt haben wir auch. Ja, ist so. Okay, da hinten haben wir schon wieder Wetzlang. 23 Minuten Wetzlang, okay. Passt. Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden, entweder in die Kommentare oder auf Waldweißli Instagram. Passt. Für dich, servus. Oder haben wir alles gesagt? Ja, ich glaube, für dich, servus.